Mein Name ist Michael Viora. Ich bin Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Ich habe morgens nicht die Probleme, dass ich mir denken muss, jetzt muss ich schon wieder dahin. Nein, ich stehe auf und denke mir, hey, das macht Spaß, da hast du Lust und da ist man auch viel motivierter gleich. Es ist nicht nur einfach eine Arbeitsstelle, sondern man kann hier viel außenrum noch machen. Wir haben ein Fitnessstudio, da kann man sich anmelden. Wir haben eine super Kantine, da kann man super essen. Wir sind das komplette erste Lehrjahr in der Lehrwerkstatt. Da lernen wir eigentlich von Grund auf alles, was dann wichtig ist, wenn wir danach in die einzelnen Abteilungen gehen. Das ist einfach viel spezifischer als das Allgemeine, was man in der Berufsschule so mitbekommt. Wir haben bei uns in der Ausbildung auch noch eine eigene Azubi-Firma. Die wird nur von uns Azubis selber geleitet. Wir sind sozusagen eine Firma in der Firma, wo jeder Azubi, egal was er lernt, Erfahrungen in den kaufmännischen Zweigen macht. Was ich auch sehr schätze, ist, dass es hier sehr viele Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern gibt, mit denen man Kontakt knüpfen kann und dass es sich hier um richtig interessante Themen auch handelt. Für Studenten gibt es hier auch die Möglichkeit, an größeren Projekten hier auf dem Hof mitzuwirken. Zum Beispiel in dem Projekt R5431, wo es darum geht, die Flugüberwachungsradare in Australien auszutauschen. Ich habe schon ein paar Mal hier Ferienarbeit gemacht. Da habe ich einfach auch die Chance auf eine gute Ausbildung gesehen und deswegen habe ich mich beworben. Ich fand meine Ausbildung sehr gut und bin jetzt auch echt froh, dass ich eben in so einer guten Stelle eigentlich gelandet bin. Das war genau das, was ich mir erhofft hatte, eben mit internationalen Kunden oder Lieferanten zusammenzuarbeiten. Das Gehalt ist natürlich auch nicht schlecht hier. Wenn du selbstsicher bist, wenn du teamfähig bist und Lust auf interessante Projekte hast, dann bewirb dich jetzt bei uns.